Okay, du bringst ein bisschen Lebensmittel und ich denke, du störst dich jetzt. Also du hörst jetzt wieder auf mit deiner Route, weil du sonst nur mein Lebensmittel-Express störst. Bei dir übrigens auch. Ach, da oben jetzt auch noch. Euer Volk hungert. So. Das ist mein Lebensmittel-Express, ne? Genau. Sage mal, wieso kriegst du das nicht hin, das Zeug auszuladen? So, und dich würde ich... Piraten haben das Feuer eröffnet. Okay, ja, das ist mein Gewürzexpress, der ist mir gerade egal. So, du darfst dich reparieren. Dich würde ich übrigens gerne ausladen, bevor du wieder leichtsinnigerweise auf die Idee kommst. Es fehlt an Nahrung. Freibeuter lauern euch auf. So, hier Route. Du bitte weg und du bitte weg. So, die Kaufleute versuchen wir noch ein bisschen bei Laune zu halten. Indem wir eben versuchen, möglichst viel Nahrung... Schiffsreparatur beendet. So, bitte. Dann kannst du wieder auf Tour gehen. Wie schaut's mit... was? Es fehlt an Gewürzen. Euer Volk hungert. Lebensmittel-Express. Wir verkaufen Kakao zu, keine Ahnung. Der läuft noch, ne? Ja, der läuft noch. Das heißt, ich brauche einen neuen Gewürzexpress. Was macht der? Der macht im Grunde Lebensmittel. Ich werde gar nicht über jeden Angriff informiert. Das ist ja mal bescheuert. Okay. Also, was ich halt wirklich versuchen möchte, ist, das Zeug am Laufen zu halten, solange es geht. So, wir speichern mal. Am Anfang natürlich. Piratenplage. So, aber jetzt war auf jeden Fall der Start besser. Spielstand gespeichert. Was halt immer noch unser Manko ist, ist halt wirklich die Lebensmittel. Also was immer noch unser Manko ist, sind die Lebensmittel. Euer Volk hungert. Ja, es ist in Ordnung. Dann hungert's halt. Wir können ja in der Theorie ein paar Häuser abreißen, dann müsste das mit dem Hungern besser gehen. Und dann können wir auch die Steuern wieder hochdrehen. Also, andersrum. Die Aristokraten. Ich meine, gut, die werfen am meisten Steuern ab. Das ist schon auch richtig. Also würde ich jetzt erstmal die töten, die ohnehin wenig Steuern bringen. Euer Volk hungert. Genau. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher.
Gut. Dann gehst du jetzt mal hier runter. Und dahin, und das war ja mein Gewürzexpress. Gewürz und Gewürz. Und dann ist die Frage, hier hinten gab es ja noch Lebensmittel. Euer Volk hungert. Okay, die werden geholt. Ja, es ist doch gut. So, und was haben wir hier noch? Da ist ja Kakao, der wird auch geholt. Okay. Das heißt, wir können die Gewürze wirklich hier abliefern. Ganz fix. Euer Volk hungert. Wie oft willst du es mir noch sagen? Go. Dann bauen wir hier gleich das nächste. Nein. Du warst. So, bauen wir hier gleich das nächste Schiff. Zur Ergänzung unserer Lebensmittelflotte. Und da ist die Frage, reichen die Kapazitäten des Kontors überhaupt aus? So. Euer Volk hungert. Das habe ich verstanden, deswegen muss ich noch ein paar abreißen. Da ein Bürger zum Beispiel. Da sind Bürger, da sind Bürger, da sind Bürger, da sind Bürger. Warum will ich die Bürger abreißen? Ganz einfach. Weil die anderen natürlich wesentlich mehr Steuererträge bringen. Da sind wieder Aristokraten, da ist ein Arzt, da sind Kaufleute. Ah, da hinten sind noch Siedler. Die können wir wegmachen. Dann kann man die kleine Kapelle auch wegmachen. Wahrscheinlich schon. So, wo ist mein Lebensmittelschiff jetzt? Moby ist da. Blue Run ist da. Oceanis ist hier. Palstek ist da. Euer Volk hungert. So, und du, lädst du das aus oder nicht? Natürlich nicht. Also manchmal. So, das ist mein Nahrungsschiff. Das ist ein bisschen angeschlagen jetzt. Okay, wir machen das anders. Wir bringen das wieder auf den Standardsatz. Kaufleute sind 42. Es fehlt an Nahrung. Kraten. Ja, aber ich kann ja nicht mehr Nahrung rankarren, als ich ohnehin schon habe. Düst da nicht mein Nahrungsexpress hin? Heilbeck. Abmont. Okay, wie sieht's... Wer fährt nach Abmont? Niemand fährt nach Abmont.
Ein Schiff wurde fertiggestellt. Okay. Also, dann du, Nahrungsexpress, bitte. Also hier, zack. Schafft mir Schmuck heran. Halt doch die Fresse. Ganz ehrlich. Nahrung. Nahrung. Los geht's. Ihr habt nichts zum Fressen. Und regt euch über Schmuckmangel auf, ganz ehrlich. Ich glaube, ihr habt den Schuss noch nicht gehört. So. Gut, dann bleibst du jetzt erstmal hier und lässt dich reparieren. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, das sind Heilbeck, Larach und Metropolis. Und du bist Abmond, ne? Warum hat Abmond niemand abgeholt? Wahrscheinlich war das das Alkoholschiff. So. Dann versuchen wir euch mal wieder ein bisschen bei Laune zu halten. Komm hier, 28 ist okay. Ein Schiff wurde repariert. Dann fahren wir wieder los. So. Dann würde ich eigentlich den da mal wegschmeißen. Larach, und bei dem anderen würde ich mal vielleicht sogar, es fehlt an Nahrung, Heilbeck wegschmeißen. Die Nahrung kommt. Einfach damit die Nahrungsverfolgung, Versorgung zackiger vonstatten geht. So, und dann darfst du mal dahin und dich ein bisschen reparieren. Wenn du offenbar dein Zeug nicht rechtzeitig los wirst, dann scheint da ja irgendwas noch im Argen zu liegen. So. Schiffsreparatur beendet. Ausladen. Das ist ja ausladend. So, wir bauen ein neues. Weil wir nie genug Schiffe haben können. So. Hier unten. Die Nahrung wird auf jeden Fall abgeholt. Kakao wird abgeholt. Gold wird nicht abgeholt. Ah. Okay, welches ist es? Nisum. So, du gehst zur Gewürzinsel. Das ist okay. Du gehst nach Nisum. Dann lad doch bitte hier auch noch Gold ein. Und lad doch bitte hier auch noch Gold aus. So, und dann würde ich hier bitte verkaufen. Kakao verkaufe ich schon. Gewürze würde ich gerne verkaufen. Jo, passt. Kakao, Gewürze, passt. Und was kann ich denn sonst noch verkaufen? Werkzeug kann ich verkaufen. So, passt auch so grob. Wieso habe ich hier Wolle? Okay.
Wir normalisieren uns langsam ein bisschen. Jetzt brauche ich natürlich erstmal einen langen Atem. Ich würde ganz gerne speichern. Piratenlage. Speichern. Gesichert. So, was wir jetzt halt wirklich massiv brauchen, ist Schiffe. Und neue Einwohner. Wie gesagt, wir müssen ja auch ich weiß, ich habe jetzt alte Einwohner erstmal abgerissen, um die Versorgung sicherzustellen. So. Dann kann der mal hier bleiben. Da bitte, genau. Kannst du dich nämlich reparieren? So. Wo ist denn die Gewürz-Kakao-Insel? Gewürz-Kakao-Route. Gewürzinsel, Kakao-Insel. Metropolis, Metropolis. So, weil das ist eigentlich so eine Insel, die könntest du eigentlich übernehmen. Also. Das hier ist die... Nee, das ist Nisum. Das ist die Gewürzinsel, oder? Genau, und das hier ist die Kakao-Insel. Ah, nee. Alles klar. So, dann... Du, bitte. Kannst du hier sagen... Gewürzinsel, Gewürz, Gewürz. Gehen wir hier hin, sagen zack. Kakaoinsel, zack, Kakaoinsel. Gehen wir hier zurück und sagen zack. Metropolis, bitte... Kakao, Gewürz und zack, Gewürz, zack und Kakao, zack. Und du kannst los. So, und du überlegst dir eine neue Route, und zwar will ich jetzt hier die Versorgung mit Alkohol ein bisschen besser gestalten. Deswegen kommt jetzt hier Alkohol. Zack. Alkohol und Alkohol. Und dann wäre das hier Alkohol. Alkohol. Es mangelt an Alkohol. Ja, das weiß ich. Das versuche ich gerade in den Griff zu kriegen. Alkohol und Alkohol. Und dann leg du mal los. So, und hier gäbe es jetzt wieder Gewürze, die loswerden. Das Schiff ist noch am Bauen. Und ich versuche mal sukzessive diese ganzen alten Gezuppeldinger loszuwerden. Und du kannst eigentlich, wenn du eh da am Pendeln bist, okay, Stoffe... Gibt's hier ja eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum da drüben Stoffe waren. So, dann kannst du nämlich Kakao mitnehmen und Kakao mitnehmen und den kannst du dann hier ausladen. So, Kakao haben wir hier aber eigentlich genug. Wunderbar. Gewürze haben wir eigentlich auch genug, ne? So, wir schauen uns nochmal um. Dummdi-dumm. Du holst jetzt den Kakao hier ab und das Gold, das ist auch gut. Und die Lebensmittel von dieser Insel, genau. Wie schaut's hier noch mit den Stoffen? Oh. Da bräuchte ich auf jeden Fall ein zweites Schiff für die Stoffe. Holz ist da momentan so ein bisschen der Mangel, oder? Stoffe haben wir ja eigentlich genug. Ja, genau. Holz ist so ein bisschen der Mangel.